Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns gerade am Amsterdam Flughafen. Wir machen uns heute auf den Weg nach London. Es geht wieder ins Königreich für mich. Schon das zweite Mal dieses Jahr. Denn am 1.6. steht das Champions League Finale am Baby. Und ich habe euch gesagt, ich werde dahin gehen. Und dann sehen wir uns später auf der anderen Seite. Bis gleich. London South Airport. Ich habe auch noch nie was von diesem Flughafen gehört. Ja. Zum ersten Mal. Der ist noch weiter westlich von Stansted. Ich meinte östlich. Wir sind jetzt beim Ausgabeding. Ey, wie klein ist das bitte? Und das ist auch mein Koffer. Oh mein Gott, da vorne hätte ich den wieder. So, wir haben jetzt unsere Tickets, Zugtickets geholt, London Liverpool Street, Hauptstraße mit dem Zug, wenn man nach London will. Und jetzt gehen wir zum Bahnhof. Was? So Datenschutz oder? Aha, Raubwaffe. Wie gesagt, das Hotel ist eine Minute entfernt, zwei Minuten. Wir sind ganz normal mit der Straßenbahn. Express heißt das hier, dann mit der U-Bahn ganz normal. Und dann ist das nur noch zwei Minuten Weg. Da vorne ist zum Beispiel auch eine U-Bahn-Station, das rote, so mal ein bisschen ran. Das ist sehr praktisch, du hast hier überall welche. Du bist in London richtig mobil, brauchst wirklich kein Auto. So, da sind wir angekommen. Im Civic Hotel. Lass du mich überraschen. So. Zwei Sterne Hotel. Tür ist zu stark, Bruder. Warum sind die Türen zu, Bruder? Herzlich willkommen in unser Zimmer. Wir haben einmal das Bett, Toilette und Fernseher. Ich hoffe, es ist sauber. Ja, ist sauber. Ja? Das muss ich sagen, ist sauber. Was will man noch von einem 2-Sterne-Hotel erwarten? So, wir befinden uns jetzt am Piccadilly Circus im Zentrum von London, kann man sagen, wie man sehen kann. Und vor uns ist ein Champions League Festival. Das ist in der Stadt, wo das Finale gespielt wird, gibt es an verschiedenen Orten Festivals. Da kann man mehrere Sachen gewinnen. Richtig geil. Da gehen wir jetzt noch direkt rein. Er hat schon sein Dortmund-Cappy auch direkt bereit. Dann schauen wir mal, was wir da gewinnen können. Boah, ey, das ist richtig geil, Alter. Lass, guck mal, Alter, guck mal. Hey, BVB. Da waren schon die ersten Dortmund-Fans. Hier ist bestimmt mit Dortmund am Volk. Hey, Top oyuncu var. Beni orada çek. War wo? Boah, Feyno. Nee, valla oynayacağım ya ben. Schlange an, Schlange an, danke. Du hast doch Appeller. Bir çocuk, ya, bir çocuk, küçük çocuğa karşı oynayacağım. Aber wir werden gegeneinander spielen. Einer am Oberschenkel und einer am Bein. Wow. Come on, you got him, mate. You got him. Shoot. Tackle him. Oh, yeah, great tackle. Oi. Great tackle. No. Yeah. Offside, offside. Also die Regeln, hey, also die Regeln sind entweder ein Tunnel, dann ist das Spiel vorbei, oder drei Tore. Und oder, von. Ey, bitte nimm die mal auf. Nee. Guck mal, wie ernst ich bin. Quatsch mal schnell, bitte. Oh. Oh, der macht voll ernst bei mir. Tor. In dir. Oh! Oh, shit! Oh, my. Bro, you have to leave London, bro. Are you in the
Ja, er hat seinen Vater auseinandergenommen. Ui. Hey. Du bist ja Fan. Ja, natürlich. Ich bin von der ARD. Ja. Eine ARD. Seid ihr extra für das Spiel hergekommen? Ja. Okay. Diese Organisation heute hier ist, aber es bereitet uns schon mega auf das Spiel vor und ich bin auch schon mega aufgeregt. Also geht es da irgendwie um mehr? Natürlich. Worum geht's? Also es geht auch mal in erster Linie um Marco Reus, der über 10 Jahre lang für Borussia Dortmund gespielt hat. Ich heiße Ayub Chanel. Okay. Und hiermit grüße ich die Schule, an der ich tätig bin, die Paul-Gerhardt-Schule und meine Fußballmannschaft, die spielt bei mir. Okay. 3, 2, 1, go! Almost. No hands, no hands, guys. Okay, 1-0. Yeah, yeah, one goal. Where's the end? It's a good question. Okay, let me just finish the game. Oh! So, nachdem ich auseinandergenommen wurde von Ebabe mit dem Tunnel. So, wir gehen nicht auf 3 Tore, weißt du, weil es geht um Tunnel, Bruder. Es geht hier um Tunnel. Wir sind Bowler. Boah! Willst du einen Rutsch? Klar, Alter, ich will sowas noch immer. Hier kann man Fotos mit den Mannschaftskader schießen. Oh, Pressekonferenz. Willst du noch was sagen vor dem Champions League-Spiel? Respekt! Ja, da sind auch so Bänke gemacht für Fotos. Zahl ich Taxi ins Heimat. Boah, ey, das Ort, sollen wir einsteigen? Scam, scam. Oha, was geht ab? Oh! Paar Essensstände, Nudel. Boah, ey, wie weit das geht, Alter. Das ist ja heftig geil. Das ist so heftig geil. Hier sind auch einige Dortmunder aus Spanien. Wir müssen auch ein paar Spanier mal interviewen. Obrigado. Oh, was gibt's hier? Man kann sich revanchieren. Nur mit den Füßen. Geht's hier um Tunnel oder Tor? Hier darfst du aber nicht grätschen. Bande. Yes, yes. Oder mir zum. Shit. Schon wieder verloren, ja. Das ist unglaublich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich weiß, woran das liegt. Woran? Geil. Das ist ein richtig geiles Festival. Man muss ja auch kein Ticketbesitzer sein. Man kann auch Sachen gewinnen. Gauz 3. Aber Fenerbahçe daha büyük abi. Fenerbahçe daha büyük sence? Süpersin abi ya. Adın ne abi? En büyük Fenerbahçe. Tamam abi. Murat abi memnun oldum. Sen maça gidiyor musun Murat abi? Yok, maça gelmedim. Hep bir hafta gezmeye geldim. 3000 pound'ın varsa bilet satan var. 3000 de çok ya. Aynen. Sağ ol abi, sana da. Gala Feyenoord. Bei Feyenoord war ich. Milan war ich. Ah, Bellingham Fan. Die ganzen Vereine da aufgelistet. Wo ist Eva bin? Boah, da ist die Champions League Trophäe. Ey, lass uns einsteigen sofort. Damit ein Bild.
Genau 1000 Leute. Thank you. Where is our iPhone? A prize. Do we get a prize or something? No. Why? Where are the 1000? Wir sind die Tausendsten, die jetzt am Champions League Pokal sind. Wir haben kein iPhone. Wir haben Hoffnung bekommen. Boah. So, da sind auch andere Champions Festival Standorte. Hier sind die Bilder von den Erlebnissen der Mannschaften. Füllkrug. Fülle. Terzic, Jadon Sancho und Nacho Neyman. Legende. Alle Madrid, alle Madrid. Oh, noch eine. Willst du Revanche? Ah, ich geb. Komm her, Alter. Komm, ich zieh dich jetzt diesmal. Bro, this is no. Bro, Champions League Final is Saturday, not today. Bro, this is no WWE. Oh, hey! It's not rugby. Oi, oi, yeah! Wow! Red card! Ref! 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 Bro, what the hell is going on? Police! Security! So, wir sind zweite Runde raus. Ich habe wieder verloren. Diesmal war es knapp. Oh, ey, unglaublich. Torwart schießen. Stellen wir uns mal an. Mahrez! Riyad Mahrez! Oh! Ich bin zu Jodo Vorbereitung für die nächste Saison. Innenverteidiger oder Außenverteidiger. Technisch begabt. Zaubert gerade am Piccadilly Circus. Ich hätte gedacht, dass er jetzt Marzen weghaut, aber oha. Tschüss. Oh shit. FIFA? Das ist genau was für uns. Play a pro. Oh. Wenigstens hier, aber ohne Auslassen den Controller weglassen. Ich muss diese Elfmeterschießen einfach aufnehmen. Die zwei Jungs. Kreis, Circle! Guck mal, die können nichts mehr drücken. Jetzt. Kidding gegen TCM. Der Erste, der trifft, gewinnt. Und der Vater hat das die ganze Zeit aufgenommen, das ganze Spiel, oder die ganzen 120 Minuten. Wow. No, help them, please! Oh, come on! Yeah! Endlich endet das! Endlich endet das! Scheiße!
Ricardo Gülüyor. To be after a long season, the Champions League final. A chance then for the respective manager. Where's Arda Güler? Turkish talent. Oh no, he's not there. John. Birmingham! Yeah! Oh, there he goes! Oh, the UEFA Champions League final! Hey! And at the second time of last year, it's a goal! The keeper, meanwhile, looks to the heavens! Penals! Penals! And ah! Not this is better than the penalty shootout. Oh! Hey! My game's broke. Oh! 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 No! Elfmeterschießen hat Ebabi gewonnen. Ach, Elfmeterschießen zählt für mich eh nicht. Wie? Weil wir haben mitten im Piccadilly Circus, wo Millionen von Menschen sind einfach so FIFA gezockt, ne? Das war's schon mit dem Festival. Also, das Festival 10 von 10. Es wird auch höchstwahrscheinlich zwei Videos geben vom Champions League Final Vlog in London. So, wir sind gerade bei Ico Pizza. Meine Pizza habe ich lange nicht gegessen. Und in England mal. Ich habe zum Beispiel Thunfisch. Haben wir auch geschnitten. Aber Pizza top. Wir haben für zwei Pizzen, zwei Wasser, 16 Pounds bezahlt. Macht so 18, 19 Euro. Das hat auch ein bisschen Elektro. Ey, das ist ja. Das ist ja herbe geil. Boah, wow, this is some Piccadilly shit, mate! Run, run, run! It's coming up! It's coming up! It's coming up! Football's coming up! Cheers, mate! Prediction! You're a Liverpool fan! Get out of it! Go! Champions League! United! Oi, 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 oi! Hey, but big up Dalton, yeah? Take care. Guys, take care. You too, Dave. Take care, guys. You man are amazing. You look like Garnacho. Was macht die? Ich hab keine Ahnung, so. Guck mal, die liegen einfach rum so. Was schauen die sich da an, Alter? Tschüss! Ich werde wie gesagt zwei Videos machen, damit man unser ganzes Erlebnis sieht, was alles passiert. Weil sonst wäre das ein zu langes Video. Viel Spaß bei den nächsten Clips, wie es weitergeht. Hier seht ihr doch mal die wunderschöne Tower Bridge, ne? Ich weiß ehrlich nicht, was ich holen soll. Ich muss aber ein Merch holen und das muss heute geschehen. So, wir haben uns jetzt ein paar Sachen geholt, auch die Cap hier. Oh. Oh. I have to take my time with this one. Okay. Ja klar, Neymar over Vinny. Wie man uns schwer erkennen kann, sind wir am London Eye und am Big Ben. Haben wir uns den Weg weiter fortgesetzt. Sehr schön, auf jeden Fall. Oh, die Madrid-Fans. Gewechselt mit dem T-Shirt. So, wir sind kurz vorm Start. Hello. Thank you. Wichtige Sicherheitsmaßnahmen. Stockwerk 68, aber es geht noch höher. Boah. Ach du Scheiße. Ich schwöre, ich habe gerade so Angst, hier hinzutreten. Was eine Aussicht. Mit einer Bar sogar, Alter. Hier läuft, Malaga. Wie viel
Unglaublich, Bro, was eine, also eine heftige Sicht auf jeden Fall. Eine richtig schöne Aussicht auf London. London City. Ja, war interessant, war schön zu sehen. Aber bei sowas mache ich nur ein, zwei Fotos von der Aussicht, das war's. Aber wie viel haben wir bezahlt pro Person? 28,5 Pounds, also über 30 Euro. Ja, das ist okay, also kann man einmal machen, weil wir leben nur einmal, was. Ach krass, hier war sogar ein Event, das habe ich auch bei Champions League live gesehen. Es gab Teams, die verschiedene gespielt haben und halt mehrere Zuschauer. Was für Teams weiß ich nicht, da ist noch ein Feld, wie man sehen kann. Zeig mal. Roberto Carlos, Bosingwa, Makalele, Essien, ach du Scheiße, Berbatov, ach du Scheiße. Alle verpasst. Alle haben wir heute verpasst. Auf dem Feld, die haben heute so ein Turnier gespielt, ach du Scheiße. Fuck, Alter. Junge, wo kriegt man sonst eine Möglichkeit? Ich kann es immer noch nicht fassen. Wir haben, ey, wirklich, das tut wirklich im Herzen mir, weil wir haben diesen Stream uns heute noch gegeben. Ich dachte mir, unwichtige Mannschaften, weil man hat keinen Namen gesehen. 20, 30 Legenden auf einem Fleck. Ey, man hätte safe ein Foto so bekommen, Alter. Ey, das war egal, war eh kein Galaspieler da. Was gibt's hier zu essen? So, unser Essen ist da. Chicken Shawarma mit Eiern. Sieht auf den ersten Blick ehrlich gemütlich aus. Ich gebe eigentlich keine 10 von 10, aber hör auf damit. So. 8 von 10. Ja? Das ist geil. Das gibt's her? Was? Alles gut. So, das war's. Dem ersten Teil vom Champions League Finalblock. Tour durch London. Der erste Teil wird online kommen. Nach dem Spiel, direkt in der Nacht, kommt dann der zweite Teil, wo wir dann auch beim Spiel sind und so weiter und so fort. Das ganze Spieltagserlebnis. Ich hoffe, ihr schaut euch beides an, denn beides ist cool.